einen wunderschönen wünsche ich euch, meine lieben Resi-Fans und Horrorfreunde, und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil Code Veronica X. Ja, hi, ja, ho. Leon hat die E-Mail schon bekommen. Ja. Also haben wir versendet vielmehr. So. Wir haben hier ein paar dolle Dinge erledigt. Wir haben auch eine Inventarbox vor der Tür stehen. Das ist ganz, ganz prima klasse. Aber theoretisch haben wir jetzt hier in dem Bereich alles erledigt. Aber wir haben auch unseren Dietrich. So, wir haben hier noch unser Köfferken. Und ich meine, wir hatten sogar noch eine Tür gehabt, wo stand, das ein einfaches Schloss war. Ne? Irgendwas war da, soweit ich mich entsinnen kann. Wir schmeißen jetzt aber erstmal ein paar Sachen hier rein. Nämlich, die Granaten werden erstmal nicht benötigt. So, jetzt müssen wir aber aufpassen, sonst haben wir die versehentlich kombiniert. Die Farbbänders. Das wollen wir nicht. So, Heilung lassen wir einmal dabei. Adlerschild. Ich frag mich, wofür das zweite ist. Hätten wir uns unter Umständen das zweite Schild sparen können? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Dass wir hätten einen Raum gar nicht aufsuchen müssen und nur ein Schild. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass wäre das erste Mal in der Seriengeschichte, dass ich ein Item mir um den Hals hängen hätte können. Vielleicht für später. Wir lassen es erstmal im Inventar. So, Marineausweis. Heilung. Passt erstmal. So, wir gehen nochmal ganz kurz zu dem vordrigen Metalldetektor. Wir müssen jetzt hier aufpassen. Es kann sein, dass hier wieder Zombies schlurfen. Scheinbar nicht. Dann frage ich mich, wofür die zweite Bumsjule da steht. Okay, ja. Okay, stimmt, wir haben hier einen Raum noch. Da waren wir auch nicht drin. Wir gehen jetzt aber erstmal ganz kurz raus. Bevor wir in den Raum stiefeln, holen wir das Messer aus dem ersten Metalldetektor. Da müsste nämlich das Messer sein. Fällt mir gerade mal ein. Und dann können wir vielleicht unter Umständen, wenn wir Spaß haben, mal versuchen, ein paar Zombies zu messern. Weil das möchte ich wirklich mal ausprobieren, was der eine da geschrieben hat. Das interessiert mich wirklich, wie man die messern kann, ob das hier wirklich einigermaßen funktioniert. Steht direkt hier vorne, da können wir, glaube ich, gleich direkt mal ausprobieren. Kommt uns auf jeden Fall schon mal bedrohlich nah. So, einmal ein Farbband sogar noch. Und Feuerlöscher ist aber leer. Können wir den Feuerlöscher in den Kopf werfen? Wahrscheinlich nicht. Lass mal den Feuerlöscher hier oder nehmen wir den mit? Das ist eigentlich Quatsch, den mitzunehmen, weil er ist leer. Wir nehmen aber trotzdem mit, weil sicherheitshalber, vielleicht müssen wir den doch für irgendwas, vielleicht können wir den auffüllen. Man weiß es nicht. Nein. So, wir versuchen es mal mit dem Messer. Ausrüsten. Ich bin gespannt, ich weiß jetzt schon, das geht in die Hose. Au. Jetzt stehen wir hier natürlich nicht unbedingt so vorteilhaft. Wir messern nämlich die ganze Zeit in den Detektor. Ach, du verdammter heiliger Bimbamsen. Ach, wisst ihr was? Das ist doch jetzt eine ganz käsige Idee. Das bringt nichts. Also mit den Messern, das funktioniert. Das habe ich jetzt gerade schon gesehen. Das Blöde ist nur, wenn du in so einem Detektor stehst, dann messerst du auch den Detektor weg. Hat uns jetzt Gesundheit gekostet und hat eigentlich gar nichts gebracht. Das ist natürlich eine mega Idee von mir gewesen. Aber ist halt mal so passiert. Zum Glück haben wir ja Heilung. Aber ich habe es jetzt gerade schon gesehen. Ja, der Zombie fällt direkt um. Also beim ersten Mal unten die Beine fällt er schon um. Das ist natürlich toll. Aber das sollte man wirklich machen, wenn man nicht unbedingt in einem sehr, sehr, sehr schmalen Korridor steht, wie in so einem Detektor. Das hat natürlich jetzt gerade nicht so optimal geklappt. So, ich meine, links da schon irgendwas liegen zu sehen. Das sieht aus wie ein Zombie. So, da ist einmal Pistolenmunition. Wir verschaffen uns mal einen Überblick über den Raum. Das ist ein komischer Raum. So. Zahlreiche unbekannte Chemikalien, ja, oder liegt doch was auf dem Tresen? Ich wollte gerade sagen, Pistolenmunition. So, da ist, glaube ich, einmal Heilung, ne? Ich meine, ist gerade einmal ein Heilspray. Super.
Also da werden wir vielleicht, falls wir nochmal angeknuspert werden sollten, unser Fauxpas ausbügeln können. Wir gucken mal eben hier hin. Der sieht zwar tot aus, ich glaube nicht, dass er tot ist. Aber Claire will den auch nicht ummessern. Das Bett scheint aus Metall zu sein. Sieht aber irgendwie holzmäßig aus. Wir gucken mal eben hier. Viele Skalpelle mit Blutflecken. Schön. Wurden hier mal schöne Experimente veranstaltet. Wurden die Leichen aufgeschlitzt und aufgeschnitten. Einen Leichensack. Okay, da geht's wieder raus. Wir gehen aber erstmal hier hin. Was ist da? Okay, ist das ein Halsspray? Was ist hier ein Halsspray? Nee, Notiz des... Notiz des Anatomen. In meinem Verstand hat sich ein Dämon eingenistet. Ich kann seinen seinen brutalen Attacken nicht widerstehen, die mich dazu treiben, schreckliche Dinge zu tun. Es ist wie eine grausige Zeremonie. Wenn ich von dem Dämonen besessen bin, liebe ich es, wenn sich Menschen vor Schmerzen winden, wenn sie in Agonie schreien und ihre Körper sich grausam verkrampfen, während sie langsam sterben. Ja, ein bisschen creepy, ne? Also man merkt schon, die Leute, die hier irgendwas notieren, haben immer einen Sockenschuss. Also schon sehr krank. Doch Sir Alfred war so freundlich, mich aufzunehmen, und er hat für die Räume Chemikalien und sonstige Materialien, Anführungsstrichen, zur Verfügung gestellt, um alles zu erforschen. Also heißt, er schnippelt gerne. Ich darf Sir Alfreds Vertrauen nie enttäuschen. Es ist besonders wichtig, dass niemand jemals den heiligen Raum zu Gesicht bekommt, den nur er und ich kennen. Ich schwöre, das Geheimnis um den Keller dieses Gebäudes mit ins Grab zu nehmen. Also das heißt, hier finden wir noch einen Keller, der noch schöner ist als das hier oben. Das hier oben ist ja schon creepy. Natürlich trage ich den Schlüssel zu dem heiligen Ort stets bei mir. Doch selbst wenn ich jemals einen Außenstehender ihn sehen sollte, würde er niemals vermuten, dass das ein Schlüssel sei. Ich darf nie vergessen, dass ich tot bin, wenn Sir Alfred mich nicht mehr, Sir Alfred mir nicht mehr vertraut. Was für ein Schlüssel? Marineausweis? Nummer 1. Dann haben wir das Wappen Nummer 2. Das ist keine Heilspray, das sieht aber irgendwie... Nein, ist aber keins. Okay. So, ein hochwertiges anatomisches Modell. Da ist ein Auge. Irgendetwas fehlt. Ja, ein Auge fehlt. Das heißt, wir brauchen ein Auge. Ha. Ach du Scheiße. Ja, da freuen wir uns, wenn wir gleich zurückkommen. Okay, ja, das war eine blöde Idee. Ja, ach, das ist natürlich ganz klasse gewesen, dass ich natürlich noch das Messer ausgerüstet habe. Und hier ganz schön viele Zombies rumzombien. Eine stabile Kette. An einem Ende sind Handschellen. Die sind aber nicht zum Vergnügen, sondern eher, also zumindest nicht zum Vergnügen desjenigen, der da dranhängt. So, oh, viele, viele Zombies. Viele, viele Zombies. Viele Zombies. Ach du Scheiße. Ach du Shit. Haut ihr verdammt nochmal ab. Oh, Mann. Ja, ich wollte ja nur, dass sich das mit dem Heilspray auch lohnt.
Obwohl, es geht eigentlich noch. Also dafür, dass wir so oft jetzt hier angeknabbert worden, ging es eigentlich. So, das ist jetzt nicht möglich. Das heißt, unter Umständen können wir den vielleicht doch nochmal für irgendwas verwenden. Oh, okay, ein Krematorium. Oh, hier haben die Leute verbrannt. Oh. Und ich bin ganz ehrlich, das sieht jetzt gerade... Also man kennt ja aus langer, zum Glück langer Zeit, dunkle Zeit, kennt man natürlich gewisse Bilder von solchen Anlagen. Und das kommt mir jetzt gerade wirklich... Puh, okay. Ein äußerst eigenartiger Stuhl, ja, das ist ein Folterstuhl. Leute, voll weggefoltert worden. Hier so eine Streckbank ist ja ekelhaft. Hier ist Pistolenmunition. Aber komischerweise, warum finden wir hier nichts? Blabla, Handschellen. Ja, die werden wir ja wahrscheinlich nicht anlegen müssen. Oder wollen, vielmehr. Also wir haben doch jetzt nicht viel Pistolenmunition und Heilkraut hier. Oder, das ist doch nicht mal ein Heilkraut, das ist ja nur ein rotes Kraut. Das Ganze hier veranstaltet, kannst du mir jetzt nicht erzählen. Haben die irgendwas dabei? Der redet ja davon, oder hat ja davon geschrieben vielmehr, okay, das ist ein Koffer, genau, dass der das bei sich trägt. Ist das der Typ, der in den Sack drin ist? Das können wir natürlich... den Koffer nicht an uns nehmen. Okay, dann machen wir es anders. Wir gehen mal ganz kurz raus. Wir können ja zurück... Wir müssen ja eh raus. Ja, und es signalisiert uns natürlich, dass wir jetzt hier direkt mal Backenfutter kriegen. Zum Glück haben wir hier in der Nähe eine Inventarbox, wo wir dann den Feuerlöscher mal reinschmeißen können. War vielleicht eine blöde Idee, den mitzunehmen. Ich hätte ihn doch besser in dem Detektor gelassen. Ach du Jemine. Und wir stehen hier mit unserer Standardpistole wohlgemerkt. Und das ist irgendwas Ekliges. Was ist das? Okay, scheinbar. Also ich muss sagen, ich finde die vorgefertigten Kameraperspektiven ja auch irgendwo arschgemein. Okay, das ist der Doc. Hi Doc. Der hat guten Hunger, ne? Ach, und noch zwei. Okay, wir machen mal ganz kurz die Biege. So, pass auf. Wir machen das anders. Wir gehen mal ganz kurz zurück und gehen dann direkt wieder zurück, weil... Dann will ich hoffen, dass der nämlich nicht mehr rennt. Ich mag das nicht, wenn die Zombies rennen. Sonst will ich hoffen, dass der wieder ein bisschen peasy drauf ist. Was blöd ist, dass der zweite auch noch aufgestanden ist. In den Staub mit dir. So, weg. Okay. So, blute, du Hund. Wir sind auf Gefahr. Können wir uns auch einmal anständig heilen? Der macht Schaden. Aber hallo, der hat jetzt mehr Schaden gemacht als die Standardgegner. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay, der zweite Zombie ist aber irgendwo, wo die Claire sich gerade nicht ausrichten möchte. Aber wir gucken uns mal eben hier unseren Professor Zombie-Birne an. So, da ist nämlich das zweite Auge. Habe ich mir schon gedacht, dass das zweite Auge ist. Das juckt ihn gar nicht.
Wir schießen auf dich. Also, sehr unhöflich von ihnen. Wenn wir auf sie schießen, haben sie auch zu reagieren. Unhöfliche Zombies, das haben wir gerne. So. Dann bin ich mal gespannt. Und jetzt geht's in den Keller. Und das Problem ist, wir haben jetzt hier diese Folterkammer gehabt. Und die war ja schon echt krass. Jetzt bin ich mal gespannt, die im Keller ist. Also das, jetzt fällt dir wahrscheinlich überhaupt nichts mehr zu ein. So. Wir hatten den Koffer auf der anderen, hier in dem anderen Raum, den holen wir uns. Denn wir können mit dem Dietrich, den wir jetzt optimalerweise haben, den Koffer ja wahrscheinlich auch öffnen. Und wir haben ja diese Werkbank oder was das war, wo wir für die, also ich denke mal für unsere Standardpistole, Teile, also wo wir die pimpen konnten. Vielleicht sind das hier die Teile. Ich weiß es nicht. Wir werden mal eben prüfen. So, ein einfaches Schloss. Den Dietrich benutzen. Jawohl. Und das scheint irgendwas zu sein, was... Okay. Umbauteile waren in einem Stahlkoffer. Habe ich es mir doch gedacht. Da freuen wir uns doch. Die M93R kann hiermit aufgerüstet werden. Aber jetzt frage ich mich, können wir das nur an dieser komischen Werkbank machen? Ich versuche es mal hier aus dem Menü heraus. Können wir auch so. Das ist natürlich schon mal ultra toll. So, und das erinnert mich jetzt an Resident Evil 2. Leon. Da konnte man ja auch mit so einer Schulterstütze. Okay, ausrüsten, kombinieren, benutzen, Auto. Genau, da könnte man nämlich auch so einen Autofeuermodus und man hat so eine Schulterstütze, da konntest du etwas besser zielen. Konntest du so Feuerstöße abgeben. So, gucken wir uns mal eben an. Genau, das ist auch so eine... Ist, denke ich mal, ein ähnliches Modell. So, umgebaut. Wunderbar. Haben wir dann auch. Das heißt, der Raum ist dann auch passé. Und wir haben ja noch andere Teile, womit wir die auch nochmal pimpen können. Das finde ich aber ganz cool. Ich mag das total gerne bei Resident Evil, wenn du die Waffen pimpen kannst. Deshalb feiere ich auch immer noch den vierten Teil total ab. Der hat mega Spaß gemacht. So, wir wollen in den Keller. Oder vielmehr müssen wir in den Keller, weil von wollen kann jetzt nicht wirklich hier die Rede sein. Jetzt wird's hundertprozentig mega creepy. Okay, Fledermäuse. Die sind aber nicht im Flattermodus. Heilung. Sollten wir nicht mitnehmen, wir haben das Inventar voll. Wir haben uns gerade erst geheilt. Aber theoretisch können wir es mitnehmen, da können wir uns einmal volle Heilung machen. Machen wir so. Nehmen wir mit. Weil das Inventar-Slot ist eh belegt. Das macht nämlich jetzt keinen Unterschied. Dann haben wir es nämlich nachher auch nicht vergessen. So, zack. Bleibt mal schön da oben sitzen. Recht herzlichen Dank. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt die Kammer des Schreckens. Ehrlich, das ist jetzt hier ein Sessel, der hat sich... Ah, jetzt, ich krieg's hier voll Kopfkino. Das ist hier so eine mega Folterkammer und der hat hier in dem Sessel, hat er sich den ganzen Scheiß angeguckt. Boah. Kranker Schissel. So, aber wir haben es jetzt auch so abgegradet wie bei Resident Evil 2. Das hast du ja auch mit Leon gehabt, dass du auch Pfeile, sehr schön, dass du Feuerstöße abgeben konntest. So, wir haben hier ein Wasserrad. Wir haben hier noch eine Tür, die scheint... Ich frage mich, wofür dieses Gerät war. Ja, wahrscheinlich um die Tür hier aufzumachen.
Ich frage mich mal, ich habe jetzt gedacht, wie hat sich das angeguckt? Nein. Hm. Noch irgendwas hier? Nein. Ach, hier geht's noch weiter runter. Ach du nö. Ach nö. Ha. Irgendwas hinterm Vorhang? So. Abgedeckt mit einem festen Vorhang. Okay, das heißt, der wird sehr wahrscheinlich irgendwie auf Seite fahrbar zu sein. Ich weiß es nicht. Also wir gehen mal noch weiter runter. Boah. Okay, das ist creepy. Rüstung, Schwert, Schild. Ja. Helm. Okay, Anspielung natürlich an Resident Evil 1 an die Schlüssel. So, ich nehme mal an, dass wir die ausrichten können. Ich frage mich nur halt, wie. So, wir gucken uns erstmal den hier an. Ich glaube, da unten steht was. So, diese Steinstatue hält ein Schwert. Schwert nehmen. Nein. Ich habe die Befürchtung, dass wir hier sterben. Das ist ein Ausguss. Aber was soll man sonst hier machen? So, diese Steinstatue hält ein Schild. Okay, das können wir nicht nehmen. Also das heißt, wir können nur das Schwert nehmen. Oh. Oh. Okay, wir nehmen das Schwert. Ich habe jetzt nur die Befürchtung, dass hier irgendwas passiert. Ach, wir haben keinen Platz im Inventar. Okay, wir müssen blöderweise wirklich zurück, weil jetzt nochmal ein Heilkraut zu verwenden ist Quatsch. Und ich hatte mir schon gedacht, dass uns der Feuerlöscher zum Verhängnis wird. Egal, mach mal nochmal. Das machen wir auch noch hier alles in der Folge. Also da braucht ihr euch jetzt keine Sorgen zu machen. Das wäre doch gelacht. Aber hier laufen wir nicht. Machen wir jetzt. So. Genau. Weil ich habe nämlich die Befürchtung, wenn wir hier vorne an schon laufen, dass hier vorne über der Treppe hing ja auch noch eine, dass die auch losfliegt. Dass die quasi mal im Kollektiv losflattern. So, jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir jetzt rausgehen, kann es sein, dass hier wieder Zombies sind. Ich sage ja, dieser zweite Kanister, der steht hier nicht ohne Grund. Du, ich hab gedacht, du bist erledigt. Aber gut ist, dass beide umfallen. Okay, dann machen wir uns das jetzt einfacher. Wir zielen die ganze Zeit hier auf den Kanister. Und ich hoffe, dass jetzt beide gleichzeitig kommen. Wir sind ja auch beide gleichzeitig umgefallen. Standen recht nah beieinander. Das heißt, die sollten theoretisch jetzt zusammenkommen. Erster Moderkopf kommt in die Kamera. Nur der zweite hat noch keine Lust. Nö. Der zweite tut uns den Gefallen nicht. Sauhundiger. Ich will hoffen, dass es der ist, der schon angeschossen war. Aber wahrscheinlich nicht so viel, wie der jetzt gerade vertragen hat. Aber erledigt er jetzt trotzdem. Okay. Aber hätten wir eh machen müssen. So, das heißt, da hat sich jetzt auch nichts getan. Wenn wir jetzt hätten unten alles erledigen können, hätten wir den hier oben eh wegbraten müssen. Wir schmeißen mal den Feuerlöscher ganz nach unten. So, die Pfeile. Okay.
okay, das kombiniert er nicht sofort. Ja, ja, das ist mir schon klar. Okay, dann machen wir es so. Das war jetzt gerade auch leichtsinnig. Der hat zum Glück nicht die Farbbänder direkt kombiniert. Das haben die aber in den älteren Teilen gemacht. Adlerschild weiß ich immer noch nicht wofür, aber theoretisch sollte jetzt für unten Platz sein. Was wir jetzt aber machen, wir rüsten jetzt die Armbrust wieder aus. Wir wollen mal ein bisschen Munition sparen. So, Bums. Und ab dafür. Und wir gehen wieder zurück. Jetzt will ich hoffen, dass nicht schon wieder da Zombies stehen. Aber das wär's. Und wir sollten natürlich auch die Armbrust ausrüsten. Ach nee, hier ging es ja zum Keller. Okay. Dann auf ein neues. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir das Schwert an uns nehmen. Also Vertrauen, nö. Frage ist auch, wofür ist das Schwert? Ah, war eine blöde Idee zu laufen. Wir laufen einfach. Jetzt haben wir das einmal ausgelöst. Ja, war eine prima Idee. Verblockieren die blöden Knallärsche uns den Weg. Das ist toll. Ich habe gedacht, wir können dann doch durchlaufen. Nein, ich habe jetzt gerade nicht drüber nachgedacht, nicht zu laufen. Doofe Idee, aber egal. Wir sind gesund. Könnte das Schwert sein. Das ist auch das einzige Utensil, was hier am Blinken ist. Wir nehmen es mit. So. Schwert genommen. Zu. Okay. 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 Wir müssen sehr wahrscheinlich das Schild jetzt einmal um 180 Grad drehen. Okay. Oder auch nicht. Okay, also. Ach, oh. Yay. Noch mehr kranker Schüssel. Wir machen auf eine Eisenstatue. In der Brust ist ein Loch. Oh, jetzt müssen wir das Schwert da einstecken. Boah. Und ich wette mit euch, da ist noch einer drin. Benutzen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Okay. Schloss wieder. Und ich fall drauf rein. Ich fall natürlich drauf rein. Ich bin ein Hornochse. Okay, da ist die Rolle. Da ist die Rolle fürs Klavier. Aber ich fall natürlich drauf rein. Ich mach den Schritt nach vorne. Ich hatte aber gedacht, so, Messer, der, Messer, Schwert. Der hat das Schwert auch in der Brust. Das hat ihn trotzdem nicht aufgehalten. Harter Hund. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, okay, Schwert ist drin. Dann muss der doch erledigt sein. Aber wir reden ja hier von Zombies. Da ist ja eigentlich nur rüber runter das Mittel, was hier Abhilfe schafft. So, wir haben hier aber immer noch diesen Bereich. Wir gucken mal auf die Karte. Geht der überhaupt auf? Anscheinend nicht, weil es ist nichts verzeichnet. Ich frage mich nur, wofür dieses Gerät war. Also wir werden es nicht herausfinden, weil wir können es nicht aufmachen. Können wir hier irgendwas am Wasserrad machen? Das ist natürlich jetzt auch die Frage, ne? Ein altes Wasserrad? Nein, können wir nicht. Können wir hier am Käfig irgendwas machen? Es ablassen? Nein. So, seltsame Werkzeuge, die sind hier aufgestellt. Nein, können wir nichts machen. Okay, alles klar, dann war es das hier. Wir gehen.
genug kranken Scheiß gesehen, wir machen einen Abgang. So, und jetzt laufen wir bei denen einfach. So. Ah, war eine blöde Idee. Okay, wir merken, Fledermäuse laufen ist nicht ratsam. Haben wir das aber auch ausprobiert. Und ich wollte ja auch nur, damit sich das Heilzeug, was wir uns bald reinpfeifen müssen, auch lohnt. Aber ein einzelnes dürfte schon nicht mehr ausreichen. Das heißt, wir müssten jetzt mindestens ein zweifaches nehmen. Wir warten aber einfach noch. Aber wir haben die Rolle für den Flügel. Das ist sehr schön. Wir gehen jetzt aber zurück. Farbband hatten wir abgelegt, ne? Wir sollten jetzt gleich eins mitnehmen. Wir speichern auch direkt ab. Aber heilen werden wir uns später erst. Weil wir haben ja noch einen Weg zum Haus zurückzulegen. Und da warten ja auch noch Gefahren. Und wenn wir da angetatscht werden, dann könnten wir uns dann später heilen. So machen wir das. So, Farbband mitgenommen. Sagen wir, speichern ab. Freuen uns, dass wir die Folterkammer überlebt haben. Aber irgendwie sehr, sehr creepy. Muss ich zugeben, ja. Also, so trashig und humorisch das ist, da hast du aber auch wirklich manchmal Bereiche, da hast du so ein bisschen Kloß im Hals. Also, geht zumindest mir so. Wenn es bei euch so ist, könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auch interessieren. Und mich würde auch interessieren, was ihr bis jetzt von dem Spiel haltet. Also, ob ihr das Spiel kennt, ob ihr, wie oft ihr das vielleicht auch schon gespielt habt. Das würde mich auch interessieren. Ja, natürlich keine Spoiler, bitteschön, weil ist ja hier alles blind, das wäre super lieb. Aber mich interessiert es halt schon, wie ihr, was ihr von dem Spiel haltet. Also, ich finde es auf jeden Fall bis hierhin ziemlich cool. Also, mir gefällt die Atmosphäre, mir gefällt hier dieser Trash-Faktor. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich will hoffen, ich schalte beim nächsten Mal wieder ein. Ja, und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!